Ich wollte euch mal ein Update geben von der Zwangsenteignung von Katrin. Ihr habt jetzt eine ganze Zeit lang nichts davon gehört. Falls ihr das Video verpasst habt und nicht wisst, was es geht, schaut mal da oben nach, da ist es verlinkt. Weil es gibt Probleme. Und zwar wird heute der Strom abgestellt. Ich bin jetzt gerade hingefahren, weil ich gerade die Nachricht bekommen habe. Und wir schauen uns jetzt mal an, was hier abgeht und ja, was hier überhaupt Phase ist. Weil, ja, sieht schlecht aus. Also schaut auf jeden Fall nochmal in die Petition und schreibt da. Vielleicht können wir noch irgendwas kippen, aber es sieht, wie gesagt, aktuell nicht gut aus, weil ich sehe auch gerade schon, dass die Türen und Fenster draußen sind. Dazu wird uns Flocki gleich mehr erzählen. Aber wir schauen jetzt erstmal nach, was hier gerade vor sich geht. Morgen. Hi, hi, moin. Grüß dich. Na? Hi. So, um euch mal ganz kurz auf Stand zu bringen. Also ich bin jetzt gerade hier reingelaufen, hier war gerade die AVG, ne? Genau. Beauftragt von einem Herrn Sauer oder sowas und die stellen jetzt hier gerade den Strom ab. Ich blende da schon mal ganz kurz was ein. Wir dürfen die Mitarbeiter nicht filmen, also es wird uns untersagt. Verstehe ich auch, die machen auch nur ihren Job, ist klar. Aber ja, der Strom ist jetzt definitiv gekappt. Ihr seht es da gerade, die Leitung wackelt noch. Die wird gerade da hinten entfernt. Und ja, ich habe schon gesehen, die Türen und Fenster sind alle schon draußen. Sind schon draußen, die mussten wir rausziehen, sonst hätten wir Strafe zahlen müssen. Warum? Aber was macht das für einen Sinn? Ja gut, das ist einfach so, dass die das unbewohnbar machen wollen, dass definitiv gar keiner mehr drin wohnen kann. Und ja, das ist ja eigentlich der Hauptgrund. Genau. Okay, und die Siegel sind ja jetzt auch entfernt, also man darf jetzt auch wieder rein. Wir würden euch auch gerne was zeigen da drinnen, nur so stockdunkel. Also wir versuchen es mal ein bisschen mit dem Handylicht. Ich habe jetzt keine Lampe und nichts dabei, weil ich ziemlich spontan jetzt hierher gefahren bin. Ne? Ja, Stand der Dinge ist auf jeden Fall, dass die Stadt das Ding wohl durchziehen will, ne? Sieht sie durch, ja. Ja, und ja. Ja, um das noch zu kippen, das ist halt wirklich extrem schwierig. Schwierig, ja, sag ich. Also wir wissen auch nicht weiter. Ihr habt sehr, sehr viel unterstützt, auch in der Petition und so, aber... Dank, ja, auf jeden Fall, ja. Auch im Namen von Katrin nochmal vielen Dank, aber wir wissen auch nicht weiter, was wir jetzt hier machen sollen. Ja, das ist ein Thema, wo man jetzt... echt ein Problem hat, ja. Vor allem jetzt im Winter. Das Hauptproblem ist natürlich auch, jetzt wo die Fenster und die Türen draußen sind, ist halt hier auch offen für jedermann. Und ihr habt da drinnen noch Mobiliar und genau. Küche und die was Küche, ist Einbauküche ist noch drin, genau. Das ganze Wohnzimmer, Stühle, Tische, alles genau. Also was wir auf jeden Fall machen, ich werde dir eine Alarmkamera geben, die du innen drin einbaust, dass du eine Benachrichtigung aufs Handy bekommst, falls hier irgendwie jemand einsteigt oder sowas. Das mache ich auf meine Kappe. Nicht, dass hier noch irgendwas passiert mit einem Notstromaggregat. Weil das geht halt gar nicht. Also die tun ja eigentlich hier schon eine Vorbereitung zur Straftat machen, ne? Weil ich meine, das Haus hier ist öffentlich, da drin ist ein Möbel. Das ist wie ein offenes Auto, ne? Ja. Einsteigt und klaut, ne? Also das werden wir auf jeden Fall absichern, dass hier nichts passiert. Für den Fall, dass wir vielleicht noch irgendwas skippen können. Aber wir können ja mal ganz kurz reingehen, vielleicht sieht man ja ein bisschen was, oder? Klar. Na, jetzt wo? Ja, so sieht das Ganze jetzt hier von innen aus. Ja, es ist halt echt extrem dunkel. Vielleicht mit Handylicht, ja. Ja, man sieht. Hier steht noch alles drin an Möbeln, Ofen. Sehe ich das Ganze auch mal von innen. Und hier auch. Hier eine komplette Küche. Und das soll alles abgerissen werden. Aufgrund eines Formfehlers. Also ich verstehe es halt echt nicht. Vor allem, es geht ja jetzt alles kaputt, wenn jetzt hier die Feuchtigkeit reinzieht im Winter, ne? Geht alles kaputt, ja. Ich versuche die Fenster noch alles abzukleben. Das ist das Bad, was du mir erzählt hast. Das ist ja der Knaller. Krass. Wunderschön, ne? Wunderschön, ja. Und extremst traurig, dass das hier alles weg soll. Das kann doch nicht sein, ey. Ja, gehen wir mal wieder raus, sonst sehen wir gar nichts. So, jetzt sind wir wieder draußen. Also ihr habt gesehen, das Haus ist eigentlich... Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man sowas abreißen kann. Jetzt haben wir halt natürlich auch folgendes Problem. Ihr wisst ja, unser Koi sitzt hier noch hier drinnen. Bis dass jetzt der Strom abgeschaltet wird, gibt es natürlich jetzt auch das Problem, dass die Teiche nicht mehr gefiltert werden können. Stimmt's, Flocki? Richtig, ja. Das ist das nächste Problem. Ja, wir müssen jetzt einen Antrag stellen. Das wird
keine Ahnung, wie lange dauern. Ich hoffe, dass das alles soweit erst einmal dann noch so funktioniert. Das heißt, also hier wird nochmal Strom irgendwie hingebaut oder so Notstrom oder wie oder was? Ja, quasi, wir kriegen quasi einen Kasten wahrscheinlich hier hergestellt und da kann man mit der Kabeltrommel dann von da aus die Pumpen dann betreiben. Okay. Genau. Dann frage ich mich halt echt, was das für einen Sinn macht, dass die jetzt hier die Stromleitungen kappen, bevor sie so einen Kasten hier hinsetzen, ja, und das Ganze hier gefährden. Also ich verstehe da die Stadt halt überhaupt nicht und kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, habe da auch überhaupt kein Verständnis dafür. Ich denke, euch geht es genauso. Wie man das jetzt hier alles eigentlich, ja, mit Absicht oder... Die wollen uns müde machen, das ist ja einfach so, ja. Die wollen uns, das ist eine Taktik, um einfach kriegsmüde zu werden, ja. Ja. Das ist, ja, ja. Der Abrisstermin ist jetzt, steht der jetzt noch auf dem 31. oder? Das ist jetzt die Frage wegen den Teichen. Die müssen ja jetzt quasi, müssen erstmal wieder geprüft werden. Das muss ja geprüft werden, ob die Teiche jetzt so stehen bleiben können, wenn das Haus abgerissen wird. Und das sind halt noch Auflagen, die müssen noch geprüft werden. Ja, das ist, ja. Das kann ich jetzt so jetzt im Einzelnen jetzt nicht sagen. Ja. Okay. Ja, also wie gesagt, Fakt ist jetzt auf jeden Fall, dass kein Strom mehr da ist, dass das Haus unbewohnbar gemacht wird von der Stadt. Also, ja, wirklich unterste Schublade, wie ich finde. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten wir jetzt noch haben. Wir müssen irgendwie dagegen vorgehen, dass wir das vielleicht noch irgendwie kippen können, wenn noch irgendeiner von euch eine Idee hat. Wie gesagt, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich bei Katrin war, schaut es euch an, das ist da oben nochmal verlinkt oder in der Videobeschreibung und dann mit dem wisst ihr, um was es geht. Ich habe auch mit der Stadt versucht zu sprechen oder mit dem Bürgermeister. Da habe ich nur eine schriftliche Antwort bekommen, die halt komplett widerlegbar ist. Ich erspare euch jetzt das ganze Bürokratische. Also alles, was da von der Stadtseite erzählt wurde, kann mit Hilfe von Dokumenten widerlegt werden. Also es entspricht eigentlich nicht der Wahrheit. Genau. Falls ihr da nähere Informationen haben wollt, schreibt gerne, ja, Katrin, Locki oder mich an. Da können wir euch die Unterlagen zukommen lassen. Auch nochmal vielen Dank an Radio Primavera oder an die Prima Sonntag, die einen guten Bericht geschrieben haben und uns da unterstützt haben. Und ja, danke für nichts ans Meine Echo, die ja einen Bericht geschrieben haben, der eigentlich gar nicht geht, ne? Die Berichte kann ich euch schon mal verlinken, da seht ihr, was ich damit meine. Also wie gesagt, das ist komplett unverständlich. Wir wissen nicht weiter, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und falls irgendjemand einen Rat hat, schreibt es bitte in die Kommentare oder nehmt Kontakt zu uns auf, weil das muss eigentlich gestoppt werden, das geht gar nicht anders. Es ist der absolute Horror hier. Deprimierend, traurig, ja, dass die arbeitende Bevölkerung so drangsaliert wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Neuankömmlinge kriegen alles geschenkt und wir kämpfen jeden Tag und kriegen alles abgenommen. Ich weiß nicht. Ja, was halt noch Sache ist, der Nachbar hat ja dann auch kein Strom. Das ist eigentlich jetzt hier alles komplett stromlos gemacht, wenn die Leitung hier oben gekappt wird, ne? Genau, ja. Soll ab 25 abgerissen werden. Ab 2025 soll es abgerissen werden. Das nächste wunderschöne Gebäude, wo wirklich sinnlos abgerissen wird. Also die wollen ja wirklich komplett alles platt machen, wollen ja wahrscheinlich irgendwas neubaumäßig draufbauen oder was? Wir gehen stark davon aus. Ja, ja. Ja, ja. Also können wir nicht bestätigen, aber es sieht so aus. Zum Thema Naturschutz und so weiter und so fort. Also es war die untere Naturschutzbehörde hier. Die haben sich die Teiche angeschaut. Ja, ich glaube, zu dem Besuch, da war ich auch da, sage ich nicht viel. Können wir nicht viel sagen. Auf jeden Fall wurde da auch noch nicht wirklich was beschlossen. Ja, dann hast du noch gesagt, es leben hier Fledermäuse, es leben Erdkröten unten im Keller, es leben Ringelnattern hier. Ja, wir haben ziemlich sämtliche Molche, wir haben Libellen, alles wirklich. Also sieben Schläfer noch unter dem Dach oder sowas, ne? Wir haben ja Anzeichen davon gefunden. Ja. Und ja. Deswegen hoffen wir vielleicht irgendwie noch auf die Naturschutzbehörden bzw. irgendeinen Biologen oder sowas, der vielleicht hier noch ein Gutachten erstellen kann, dass das Ganze hier vielleicht doch nicht abgerissen wird. Das ist so eigentlich der letzte Strohhalm, an dem wir uns klammern können, ja, dass das Haus hier wenigstens stehen bleibt und nicht abgerissen wird. Weil, das versteht auch wirklich keiner. Es hat keinen gestört. Ja, es hat keinen gestört, stört keinen. Nein, und die Nachbarschaft wäre auch damit total zufrieden, wenn es auch stehen bleiben würde. Sie hat nichts dagegen und das ist einfach,
Das macht einen sprachlos, ja, ja. Ganz ehrlich. Genau. Ja. Also du hast auch sehr, sehr viel unternommen, was mit Bannen und sowas angeht. Da gab es ja auch Schwierigkeiten in letzter Zeit, ne? Ja, genau. Es ging ja sogar so weit, dass die eine Baugenehmigung haben wollten für einen Banner, ne? Ja, genau. Ich hatte zwei Pfosten in den Boden an den Boden gestellt und habe dann quasi einen Flyer dran gehängt. Und das ist dann auf einmal ist vom Ordnungsamt gekommen, dass wir quasi das wieder abbauen müssen, weil das ein Bauwerk ist. Und ja, wenn wir das nicht machen, müssten wir ja dann auch wieder Strafe bezahlen. Und wir haben es aber jetzt trotz allem stehen lassen. Und dass die Welt trotzdem sieht, was hier vor sich geht. Das Risiko gehen wir auch ein, das machen wir auch gerne. Ja, aber man sieht, dass sie mit allen Mitteln versuchen, uns den Geldbeutel leer zu machen, dass wir ja, keine Kraft mehr haben, um sich da noch gegen zu wehren. Ja. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr stellt, um euch zu wehren, einen Banner auf zwei Pfosten hin und kriegt von Ordnungsamt eine Anzeige wegen irgendwelchen Schwarzbauten oder sonst irgendwas. Schwarzbauten, ja genau, das ist ja das. Also das ist ja, sie sagen zu dem Haus, es wäre ein Schwarzbau, alle Dokumente sind da. So. Dann die Relation stimmt einfach nicht mehr. Ja? Das passt einfach nicht mehr. Zwei Pfosten in den Boden gerammt, wenn das Haus weg ist. Und die Sonne scheint hier drauf auf die Teiche. Und dann werde ich die Teiche so nicht retten können. Nee. Das ist unmöglich, ich kann die Teiche nicht retten. Dieses Zusammenspiel zwischen Haus, Tiere, Wasser, Schattenspiel, das ist ein Biotop. Man kann das nicht einfach wegreißen und dann sagen, alles gut. Wenn ich hier drei Pfosten reinramme, um ein Sonnensegel zu setzen, dass hier ein bisschen Schatten drauf fällt, kriege ich die nächste Anzeige. Es geht immer so weiter, bis dieser Teich kaputt ist. Dann kriege ich wieder eine Anzeige, weil der Teich kaputt ist. Ja. Das ist ein endloses Ding. Die wollen dieses Grundstück haben, die wollen es platt machen und die wollen irgendwas machen. Das ist ganz einfach so. Und egal wie, egal was wir machen, wir sind immer unter Dauerbeschuss. Selbst wenn das Haus weg ist, geht es gerade so weiter, da bin ich mir sicher. Und ja, das ist wirklich hart, was hier passiert. Ja. Deswegen, also wir brauchen ganz, ganz dringend Hilfe von irgendjemandem, der uns da vielleicht wirklich ja, retten kann. Sei es ein Anwalt oder sonst irgendwas. Also wir haben Kontakt zu einem Anwalt, ne? Nur leider tut sich da auch nicht so wirklich viel. Nein. Wollen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber falls sich da irgendeiner von euch angesprochen fühlt, der Anwalt ist, bitte auch gerne, Kontakt ist in der Videobeschreibung. Meldet euch, helft uns irgendwie, dass wir das vielleicht irgendwie hier noch kippen können, weil ja, es ist halt einfach ein Trauerspiel. Vor Ende, ja. Du wohnst jetzt bei deiner Schwester, ja, ne? Genau, wieder, ja. Es ist... Ja, ich muss mir dann halt auch wieder eine Wohnung suchen erstmal und dann wieder alles wegschaffen, wieder aufbauen, neu alles. Es sind auch Kosten, die wo wirklich auf mich zukommen, die wo im Moment noch gar nicht mit den Hunden, mit den Großen wieder. Ja, deine Hunde, Katrins Hunde, ne? Ja, also genau, ja. Es wird hart. Ja. Und dann auch gerade noch mit Absicht jetzt gerade hier zum Winter, ne? Ich glaube, das war alles schon so geplant. Das war so geplant, ja. Mit Sicherheit. Da bin ich überzeugt davon. Ja. Das ist Kriegstaktik von der Stadt. Das Haus so weit platt zu machen, dass egal wie es ausgeht, keiner mehr drin wohnen kann. Das wird jetzt auch irgendwann alles anfangen zu schimmeln. Ja. Die Feuchtigkeit geht rein. Ich versuche alles natürlich abzukleben, dass alles ein bisschen gerettet wird. Aber ich bin mir ganz sicher, dass auf Dauer das nicht haltbar ist und wir werden auch selber das ausräumen müssen, weil wir ja die Gegenstände ja nicht kaputt gehen lassen wollen. Aber die Grenze ist es bald erreicht, dass wir jetzt ja auch das beenden müssen. Das ist leider so. Ich bitte und hoffe, dass es wirklich noch einen gibt, der wo uns helfen kann. Ich bin total fassungslos und ich bitte drum, helft uns. Ja, ihr habt es gehört, auch nochmal vielen Dank an die Bevölkerung, weil du hast hier, wie gesagt, Banner aufgestellt. Es haben sich sehr, sehr viele Leute gemeldet, engagiert. Auch Druck gemacht sammeln, bei der Stadt. Genau, ja. Und auch viele haben auch Briefe geschrieben und so. Ich bin herzlich dankbar. Macht weiter, macht mehr. Ja. Mehr.
Brandbriefe zum Bürgermeister. Genau. Oder so ähnliche Sachen, ja, wirklich, dass der wirklich von eins zu eins merkt, dass die Leute unzufrieden sind damit. Ja, sonst sind uns die Hände gebunden. Ja. Ja. Deswegen vielen Dank an euch. Und ja, ich kann es nur noch mal sagen, falls ihr irgendwas wisst, wie ihr, bitte, wie ihr uns helfen könnt, nehmt Kontakt auf und ja, wir hoffen, dass es irgendwie trotzdem noch zu kippen geht. Ja. Die Stromleitung ist jetzt ab. Ich werde dir auf jeden Fall gleich nochmal Notstrom vorbeibringen, dass wir wenigstens für die Teiche ein bisschen was haben an Belüftung und eine Überwachungskamera, dass du innen drin abgesichert bist, dass hier nichts geklaut wird. Ja. Sehr freundlich, vielen Dank. Kein Problem, mehr können wir leider nicht machen. Und ja, falls ihr was wisst, helft uns bitte. Wir halten euch auf dem Laufenden. Danke. Macht's gut. Ciao. So, Flocki, ich hab dir mal eine Powerstation hier hingestellt, dass du wenigstens ein bisschen Strom hast, dass wir die Teiche versorgen können, dass da ein bisschen Sauerstoff reinkommt. Danke. So lange, bis hier dann der Notstromkasten steht. Kurze Info nochmal an die AVG. Bitte ja, keine Hatewelle oder sonst irgendwas. Die können am wenigsten dafür oder die können gar nichts dafür. Die wurden beauftragt von der Stadt und machen nur ihren Job. Deswegen, wenn ihr irgendwo euren Frust ablassen wollt oder irgendwo helfen wollt, schreibt direkt an den Bürgermeister.